So, willkommen zurück auf Route 5. Ich glaube, es ist 5, bin mir nicht sicher. Wir könnten noch einfach nachgucken. Gar nicht Route, sondern im Engine Ost Ortsrand, Entschuldigung. Okay, wir haben Galar Mine 2 hinter uns gebracht und finden auch gleich mal ein Münzamulett. Sehr cool. Das geben wir doch gleich jemandem zum Tragen. Und zwar. Ach komm, Christina, ich glaube, dir steht das ganz gut, das Münzamulett. Das finde ich hier. Sehr gut. Gut. Engine Ortsrand. Sehr gut. Dann fangen wir uns doch gleich mal die Pokémon, die hier so ein bisschen rumlaufen, die wir noch nicht haben. Und zwar ein wildes Mogelbaum. Da sind wir mit Flecleon doch eigentlich recht gut dran. Immerhin ist Mogelbaum vom Typ Gestein. Und Flecleon ist ein Wasser-Pokémon. Okay. Das war's mit Mogelbaum. Schade. Dann halt Noctu. Vielleicht jetzt eine Aquaknarre. Na klar, da bringt das jetzt über wenig was. Und noch ein Reflektor, ne? Super. Dann gucken wir doch mal, wie wir das so weit runterkriegen, dass wir es in einen kleinen roten Ball quetschen können. Ja, schade. Dann holen wir doch mal Desiree. Ja, mega gut. Und Ramona erreicht Level 27. Auch eigentlich gar nicht so schlecht. So. Und was hat sich jetzt hier die ganze Zeit so hin und her teleportiert? Das war doch kein Smogmog. Hallo? Ah, ist das dieses Psycho-Fee-Teil? Genau, Brimova. Ob man das mit. Ja. Mit Panzerschutz hinkriegen? Na klar kriegen wir das mit Panzerschutz hin. Ups. Würde ich Erstauner einsetzen. Aber ich glaube, wir kriegen das mit Knappfähig hin. Obwohl, das ist sehr effektiv. Oh nein, Lebenstropfen, das heilt die Pokémon. Das nervt mich gerade ein bisschen. Los, schreck zurück. Ja, aber läuft doch gar nicht so schlecht. Noch einer Stauner, da könnten wir es fangen, ne? Oh nein, nicht diese Lebenstropfen. Na, wenigstens nicht so viel. Ups. Oh, das hat wehgetan. Aber ich kann dir auch wehtun. Ho, 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 ho. Sogar ein Volltreffer, krass. Pokéball. Fang. Sehr gut. Ja, nice. Oh, und noch ein Smogon. Nein, ein Smogon natürlich. Aber da sollten wir jetzt nicht mit Ramona kämpfen. Das können wir mit Desiree erledigen. Und dann fehlt mir ja immer noch ein Mogelbaum, oder?
Nitro-Ladung. Statusveränderung meint die doch immer sowas wie Initiative, oder? Ich bin mir gerade aber nie sicher. Ja gut, Pokéball. Fangen. Super. Ja super. Mega. Gut auf jeden Fall. Oh, ein Jiu-Jitsu. Mein Jiu-Jitsu. Oder Jiu-Jitsu. Das andere war Jiu-Jitsu, oder? Oder? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch nicht. Nein, huch, auf gar keinen Fall. Aber, na. Ist jetzt sicher auch nicht gerade clever, ein Gesteins-Pokémon gegen ein Kampf-Pokémon in den Kampf zu schicken, aber bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Verdammt. Da muss ich aber mal ein bisschen größere Geschütze aufbauen. Rundumschutz. Das ist nicht sehr effektiv. Schade. Vielleicht einäschern. Vielleicht damit Glück. Oh, und ups. Ja, gut. Vielleicht sollte ich dann Fleckleon wiederbeleben. Ich wüsste ja mal gern, was dieser Rundumschutz macht. Nein, ja nur. Ich könnte es mir fangen und nachgucken. Ich könnte natürlich jetzt auch so ganze Clickbait-Manier mäßig. Ja, Leute, wenn ihr wisst, was Rundumschutz macht, schreibt es in die Kommentare. Nein, das müsst ihr bitte nicht machen. Ich bin alt genug und fähig nachzulesen, was Rundumschutz macht. Ich verpasse den jetzt noch einen Sandwirbel und dann wechsle ich aus. Ist nicht Fee sehr effektiv gegen Kampf? Oh, okay, jetzt wechsle ich sowieso aus. Oh nein, das war doch im letzten Part auch schon so. Oh nein, ich bin so behindert. Oder nein, ja, dass ich das vergessen habe. Mann, das kotzt mich richtig an. Scheiß. Oh. Kann man so doof sein wie ich? Scheiß Reißlausfähigkeit. Fuck. Was wird denn das? Hallo? Oh, das bringt ja gar nicht. Wenn ich jetzt eine Aquaknarre einsetze, dann ist doch das Mogelbaum sofort wieder down. Jetzt kann ich nicht mal auswechseln? Könnte ich mit Kehrtwende auswechseln? Oder greift es jetzt nur an und die das unterdrückt, dass er sich auswechseln kann? Nee, ich kann auswechseln. Ha. Ist auf jeden Fall interessant. Nee. Vergiss es. Dummes Reißlaus. Oh. Ja gut. Obwohl, langsam gehen mir die Optionen aus. Ich müsste mal heilen. Okay, ich fange mir das Mogelbaum, dann heile ich erstmal.
Einmal noch und dann dürfte es eigentlich genug geschwächt sein. Wo ich da vielleicht jetzt auch mal noch einen Superball drauf werfe. Ja, sicher, sicher. Fein, fein, fein. Wo ich mir eigentlich auch schon ein bisschen zu schade bin zum Heilen. Ist mir ernsthaft. Ich meine, da drüben ist noch ein Trainerkampf und dann glaube ich. Kann ich den irgendwie umgehen? Klar. Kann ich den auch umgehen? Ja. Da bin ich nämlich schon in Engine City. Und da kann ich doch super locker flockig heilen. Und dann komme ich nämlich zurück und fange mir das Jiu-Jitsu-Ding. Oh, nervt mich. Genau, dann fange ich mir das Jiu-Jitsu-Ding, mache noch die Arena, die Arena, die Trainer platt. Und dann passt das. Ich könnte gleich mal noch Kamam ablegen, wenn ich einmal hier bin. Könnte mir auch noch einen Smoggern fangen. Oh, ernsthaft. Das könnte ich noch so rumlaufen lassen, also mit dem Team. Und dann entwickelt sich das irgendwann vielleicht noch sogar Last Mogmog. Hey du, ja du, na los, stell dich im Kräftemessen mit den Polizisten. Okay. Wenn Polizist Arthur das sagt. Ich unbedingt herausfordern möchte. Wer wäre ich, ihm dies zu verwehren? Das dürfte eigentlich auch recht schnell gehen. Sag ich ja. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Ja. I know. So, weg mit den Noctus. Oh, hier hat sich was geausrufen zeichnet. Oh, ein Glibunkel. Das habe ich mir noch in der Höhle gefangen, oder? Bin ich mir sogar recht sicher. Sag ich doch. Komm, hier, Aquawelle und weg mit denen. Oh Gott. Okay, jetzt nervt mich schon wieder ein bisschen. Dass ich es einfach nicht mehr wegnetzen kann. Ich könnte natürlich eine Kehrtwende machen und irgendwas anderes rufen und dann ist es irgendwie sowieso sicherlich kaputt. Keine Ahnung, Desiree oder so. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Er kann nämlich auch seine komische Trockenheit nichts machen. Wenn es nicht ausgerechnet jetzt Vergeltung einsetzen würde. Aber das kann mir nichts. Jetzt könnte es mir gleich passen. Aber das ist down. Down. So ist halt. Drei Superbälle. Ja, warum nicht? Nee, das nicht. Das habe ich schon. Mogelbaum. Komm zu Daddy. Ah nein, Mogelbaum habe ich doch schon gefangen jetzt. Was wollte ich noch haben? Was wollte ich denn noch haben? Das war's, oder?
Ach, ich wollte noch den einen Trainer platt machen. Nee, ich wollte noch irgendwas fangen. Was wollte ich denn noch fangen? Entschuldige mich für das Knistern. Ich brauche aber mal kurz einen Lutschbonbon. Smogon habe ich auch gefangen. Das war's, oder? Oh, ich hasse das, wenn die einfach so rausploppen. Da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Also so gar nicht. So richtig, richtig gar nicht. Ein Gladiantri. Cool. Das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube in Schwarz oder Schwarz 2. Oder Weiß 2, je nachdem, welches ich gespielt habe. Okay, ich nehme es nicht mit. Hatte ich sogar mal eins. Die sind eigentlich echt geil. Muss man mal so gesagt haben. Lass uns uns Smoggern. Soll ich einen Smoggern mitnehmen? Ich nehme Galasmogmog, allein für den Pokédex. Ich weiß es nicht. So, geh bitte nicht kaputt. Wen holt man jetzt? Auf keinen Fall Reißlaus. Wenn ich hier wieder abhaue, dann ist aber was los. Diebeskuss, komm. Und jetzt habt noch genug übrig. Halt! Oh Gott! Noch knapper ging's nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange braucht denn Smogon sich zu entwickeln? Ich meine, wir kriegen ja noch irgendwann unser fünftes Pokémon ins Team. Ich weiß es nicht. Ach komm, was soll's? Was soll's? Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Hier nicht mehr, haha. Was waren denn so meine Bälle? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, möchte ich nicht. Aber weiß, was das ist. So, jetzt machen wir die noch platt. Grüß dich, junger Trainer. Was denn wohl so nett, mich platt zu machen? Klar. Catriona. Mach mal dich mal schnell ein bisschen platt. Ich finde die Animation von dem Luxusball sieht eigentlich echt nice aus. Irgendwas fange ich nach mit dem Luxusball. Fletiamo, ich tausche mal doch langsam mal wieder. Ja komm, Christina.
Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr Kohle, weil sie trägt ja das Münzamulett. Hahaha. Noch ein Volltreffer, ganz toll. So, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Druck, ne? Hm. Christina. Tu mal was ein bisschen für deine Erfahrungspunkte. Ich meine, hier ein Küsschen, da ein Küsschen ist ja mal ganz nett, ne? Aber du weißt schon. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Gegner platt machen. Ausrückt. Dafür darfst du noch mal ein Level aufsteigen, ne? Hm? Soll keiner sagen, ich wäre kein großzügiger Trainer. Weh mir, wer hat mich denn so platt gemacht? Das war ich. Gut. Den haben wir auch schon besiegt. Mal das Fahrrad wieder einsetzen, damit es schneller geht. Und dann auf ins Pokémon Center. Da heilen wir uns nochmal schnell. Und dann können wir gucken, was bei den Pokéjobs rausgekommen ist. Fällt mir gerade so ein. Und wir können Gladiantri mit Smogon tauschen. So, wo haben wir sie denn? Das ist 24, das ist 26. Sehr gut. Bis bald. Na, ich will nochmal. Pokéjobs. Erledigt. So. Da wollte jemand Psycho-Pokémon. Sehr gut. Bücherdetektive aufgepasst. Haben besonders gut gearbeitet. Erfahrungspunkte. Oh, aber eine Menge erhalten. Oh, krass. Scheint nur mäßig zufrieden sein. Ach, halt die Klappe. Passen alle super. Und hier wollte jemand. Geist-Pokémon. Das waren nicht so viele. Aber egal. Überraschungslieferung. Gute Arbeit. Auch mit dem oh, krass. Wieso kriege ich denn ständig Sprudel oder so ein Scheiß? Ich will was Ordentliches haben. Irgendwas, was ich hier in die Currys packen kann. Unser Getreide muss geschützt werden. Exzellente Arbeit, sehr gut. Packung Toastbrot. Sowas will ich doch haben. Sowas will ich doch haben. Zwei Heilbälle. Ernsthaft? Naja, wenigstens gibt es Konfetti. Netzproduktion, das muss ja scheiße gelaufen sein. Gute Arbeit. Oha, krass. Das ist noch viel. Und war trotzdem zufrieden. Und nur zwei Heilbälle, willst du mich verarschen? Na gut, unser Kunden wollen ihr Essen so heiß zugestellt bekommen wie nur möglich. Deshalb suchen wir blitzschnelle Flug-Pokémon. Drei Flug-Pokémon. Na, die finden wir doch schnell raus, ha? Dann gibt's ein Hutut, das ist mega flink. Ein Micro, das ist sicher auch so übel schnell. Und noch ein Hutut, noch ein Hutut, was soll's. Ha! Schick die Hutut! So, was habe ich jetzt eingedrückt? Na egal.
sicher auf mega lang oder sowas. Die sind jetzt sicher 5 Wochen weg oder so. Nach 24 Stunden, sage ich doch. Wir wollen unsere Produktregale mit ein paar Pflanzen aufhübschen, suchen deshalb nach Pflanzen-Pokémon, die uns dabei helfen. Gibt auch 3 Stück. Guck mal noch mal. Hier, Schneebedeck ist Pflanze. Irbis ist Pflanze. Und hier auch die Gugi, ist das eine hübsche Pflanze. Ja, entsenden. Ach komm, auch ganzen Tag, was soll's. Los, haut ab. Bringt mir Toastbrot mit oder sowas. Ah, scheiße. Oh Mann, flotter Wassertransport. Was die wohl sicher haben wollen. 3 Wasser-Pokémon, wer konnte sowas denn ahnen? Na hier, Araqua, Garados. Vielleicht doch wohl noch ein Wasser-Pokémon haben, außer Kamalm da drüben. Ach ja, hier kam ich hab's, genau. So. Entsenden. Ja, ganzen Tag los. Na, also wenn Garados nicht 300 Kilometer die Stunde weglegt und da blitzschnell übers Wasser gleitet, dann weiß ich auch nicht. Monorail-Wartung. Für Wartung suchen wir Elektrizität und suchen händering nach Elektro-Pokémon. Ja, 3 Stück. Die werde ich aber noch haben. Hier, weil die ist super krasses Elektro-Pokémon. Fritzeblitz. Vielleicht noch irgendwo ein Elektro-Pokémon haben. WhatsApp. Sehr gut. Mensch, läuft bei mir ja richtig. Ihr könnt mir was zu trinken mitbringen, wenn die anderen schon Toastbrot mitbringt. Bye bye. Geil. So. Jetzt will ich mal noch gucken, ob ich eigentlich schon hier nach links kann. Ach ne, hier geht's nach Route 3. Stimmt. Kann ich nämlich nicht nach links. Schade. Aber gut, wir sollten ja ans Knospi in. Na hoch, wer bist du denn? Hallo, Sphere, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Na los. Oh, was für ein Kampfgeist. Ach ja, das ist ja Mary, stimmt ja. Ach ja, die Rivale in Anführungsstrichen. Pokémon Trainer Mary. Naja, dann hau raus. Glibunko. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Wir uns verlieren, denke ich auch nicht. Solltest du vielleicht. Oh Gott, wenn das Vieh jetzt wieder Trockenheit hat, dann rast dich komplett aus. Scheiße. Ah. Na, da bringt dir deine Vergeltung auch nicht viel, wenn ich denn nichts abziehe. Oh Gott. Wird Zeit, dass ich irgendwas kriege, was gegen Glibunko gut ist. Irgendwas. Psycho. Boden. Flug. Irgendwie sowas. Na, der wird mir doch wohl nicht mehr Markus kaputt machen. Los, Kehrtwende. Safety first. Was schicke ich denn da jetzt rein? Christina, die ist gleich weg. Desiree. Los. Ja, los, Nitroladung. Und jetzt mach's kaputt. So ist das ordentlich. Obwohl, ich kann natürlich, also wenn jetzt weiter Unlicht-Pokémon kommen, dann kann ich wiederum Christina reinholen. Zuko-Keks, Kampf und Unlicht. Ah, hab ich schon wieder irgendwo einen Kampf, Scheiß. Passt mir gar nicht. Ja, los, Christina. Erstmal ein Bitterküsschen. Schmatz. Na, Schmatz, wie ihr verfehlt. Geht's noch? Was für eine Scheiße.
Ich habe gesagt, Bitterküsschen. So. Und jetzt gibt es noch ein Liebesküsschen. Doch, es wird so Zeit, dass ich Christina entwickle. Das ging ab. Dass sie gewusst hätte. Hätte ich das doch schon vorher getan. Jetzt hat er sich so ein scheiß Entwicklungs-Item für Hokumil-Kriege. Echt Zeit. Das wäre ja irgendwie öde, wenn das jetzt alles schon vorbei wäre. Dann gebe ich dir auch mein bestes Pokémon zu sehen, was eine kleine Pikachu 8. Generation Hamsterverschnitt ist. Attacke los! Wow, das führt zwei Zähne im Maul, aber eine krasse Bissattacke. Just saying. Los, wer dunkel. Diese Fähigkeit ist einfach nur ätzend, oder? Ich meine, du hast halt jede Runde einen anderen Typ. Wenn das los, hast du irgendwie Elektro und Licht, und wenn es in seinem Heißhunger-Modus oder wie das Ding heißt ist, dann ist es halt nur Unlicht. Und dann hast du halt noch seinen Special-Move, dieses komische Rad. Und wenn das in diesem Modus ist, ist es halt irgendwie Elektro und in dem anderen ist es Unlicht. Ich meine, ja, natürlich hochgelobt, oh, jetzt kann man super mega krasse Kampfkombinations tricky Scheiße sich überlegen und übel krasse Kombi-Attacken und mega kluge Strategien sich auszudenken, aber am Ende knallt jeder einfach nur seine Attacke da drauf und freut sich, wenn es down ist, dann ist es doch scheißegal, ob das Ding jetzt eine Elektro- oder Unlichtattacke war. Und ich frage mich sowieso, welches Pokémon da stehen müsste, außer jetzt mit Flickknoll, wo sowas relevant wäre. Also ich meine nur, wenn ich da einen Boden-Pokémon habe, dann kann es doch scheißegal, ob ich da Unlicht oder Elektro habe. Ich meine, Elektro wirkt gar nicht, Unlicht ist irgendwie maximal noch normal effektiv, aber ansonsten einfach nur hirnrissig, ganz nach dem Motto, was machen wir mit der Pikachu-Kopie aus Galar? Ach, wir könnten mal wieder zwei machen. Oh nein, zwei hatten wir schon in der dritten Generation. Dann machen wir halt eins, was ich in zwei verwandeln kann. Ja, gekauft. Von denen, ich frage mich auch, warum machen die eigentlich jedes Mal diese Pikachu-Kopien? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich hab's halt mit mir, weil ich muss es ein bisschen Fame machen. Ich meine, jeder macht sich doch nur noch lustig über diese Pikachu-Kopien. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du sollst da schlafen gehen. Na, wer hat denn mich hier noch angeblubbert wegen Kämpfen und jetzt, ja, geh mal ins Bett, bist du bekloppt. Aber ist okay. Also ich meine nur, jeder macht sich nur noch lustig über die Pikachu-Kopien. Keiner nimmt das Team, weil sie sowieso nichts drauf haben. Und egal, was sie machen, interessant wird es sowieso nicht. So, mal ehrlich, am nächsten Morgen. Morgens viel. Dein Kumpel ist schon los zur Arena, aber völlig aus dem Häuschen. Er meint, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgelöst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Na klar, mal her damit. Also ich meine nur, was wäre denn so schlimm gewesen? Oh, und dann kannst du auch noch die haben. Danke für unseren Kampf gestern. Natürlich. Ist jetzt nicht so, als ob ich in eine Feuerarena gehe. Kennst du Kabus Spitzname? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Gut, hätten wir das auch geklärt. Aber nee, ich meine nur, was wäre denn so schlimm gewesen, wenn man Mary jetzt nicht diesen Pikachu-Klon aus Galar gegeben hätte, sondern, was weiß ich, was haben wir denn hier im Pokédex? Los. Gib mir spontan irgendwas. Nein, nicht unbedingt ein Jiu-Jitsu. Das wollte ich mir noch fangen. Sag ich doch. Ein Jiu-Jitsu. Oder hier ein Sobiris. Das ist auch ein Unlicht-Pokémon. Oder ein Toxel. Toxel wäre so cool gewesen. Oder, na gut, Iguana hat schon irgendwer was gehabt. Da ist das komische Mopeko. Ja, ich meine nur ein Sobiris. Wäre auch ganz cool gewesen. Das entwickelt sich auch nie. Das ist auch vom Typ Unlicht. Und es wäre halt nicht schon wieder dieses Klischee gewesen. Oder ein Smogon.
Ein Smogon wäre einfach nur mal, damit hätte niemand hier rechnet, sowas so, warum hat die ein Smogon? Wird total unterschätzt, es nimmt doch kein Schwein mit. Und sowas. Und dann hätte sich das wenigstens sogar Lars-Mogmog entwickeln können und dann hätte sie wenigstens, hätte diese Form da auch noch ein bisschen mehr Bedeutung oder Beachtung gekriegt oder so. Zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, ist es doch schon. So, das fangen wir uns noch. Geodestu, Destu. Komm ich näher aus Sachsen, ne? Tja, Destu. Fangen wir der mal schnell. Was macht man da, damit es da nicht so schnell kaputt geht? Besten auf Tiefschlag. Ach, also ja. Nein, nur, es hat schon wieder meine Meinung zu diesem Pikachu verschmissen. Ich meine, bei Mimigma oder sowas haben sie es vielleicht mal wieder geschafft, so kurzzeitig diese Pikachu-Klone auf ein neues Level zu holen, weil es war jetzt nicht so direkt ein Klon, aber schon ein Klon, aber es hat irgendwie noch so eine eigene Persönlichkeit. Aber ich meine, wo hatte, keine Ahnung, Plus und Minus, und ja, da haben sie auch versucht, weil es halt zwei sind und Plus und Minus und bla bla bla, aber es war halt auch nur ein Pikachu-Verschnitt. Und ich meine, wenn man überlegt, in der zweiten Generation kam dann Pichu, das hat ja wenigstens noch irgendwo was mit Pikachu zu tun als Vorentwicklung. Aber keine Ahnung, was kam dann noch hier, dieser in hier, oh Gott, wo die Inseln da waren, siebte Generation. Ihr wisst, was ich meine. Ach, hier Sonne und Mond. Was kam da? Da kam diese komische Elektro-Naga-Ratte hier mit Stahltyp noch drin. What the fuck? Oder eben Olga. Das hat er natürlich auch seine Fans, weil es so süß war und das in der Serie so gepusht wurde. Ja, aber am Ende war es auch nur wieder ein Pikachu-Klon. Warum muss man die denn immer so als Pikachu-Klon aufziehen? Das nervt mich langsam. Hallo? Warum habe ich eigentlich nicht eine Anziehung eingesetzt? Bin ich eigentlich total bekloppt? Okay, jetzt kommt eine Eins. Und dann machen wir noch ein Bitterküsschen und dann fangen wir an, es zu fangen. Und dann ist auch gut. Ich will halt keine... Was? Warum funktioniert denn das ständig nicht? Wegen seinem komischen Schutz oder was? Nee, oder? Bitterkuss. Geht doch. Ja, dann haben wir auch schon wieder genug gehatet für eine Folge. Haben übrigens die Pokémon gefangen, dann können wir im nächsten Part dann locker flockig den Feuer-Arena-Leiter platt machen. Da wird sowieso keine Herausforderung sein. Nein, nur. Welcher Arena-Leiter war denn hier jetzt schon eine Herausforderung? Was war überhaupt hier eine Herausforderung? Naja. Ich könnte noch ein bisschen Tackle einsetzen. Ja, warum nicht? Wie gesagt, ich will keinen Bitterkuss einsetzen. Am Ende ist es dann sowieso gleich wieder down. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Dann suche ich wieder ewiglich. Das Spiel müsste doch jetzt langsam mal merken, dass Geodestu in diesem Kampf keinen Blumenstrauß mehr gewinnen kann. Also lass es mich doch einfach fangen. Dass man da immer noch so ein großes Tara draus machen muss. Huh? Hat ja was funktioniert. Das geht aber mal nicht. Ja, komm hier. Ramona, dann kriegt die wenigstens noch ein paar viele Erfahrungspunkte. Oh nein, jetzt ist es ja gar nicht mehr verwirrt und verliebt und so eine Scheiße. Bleib im Pokéball. Jetzt machen wir hier nicht noch einen auf. Nein, ich will nicht gefangen werden. Woher mache ich denn noch 5 Pokémon kaputt? Oh nein! Oh, ich hasse das. So aus Versehen oder weil ich immer so schnell drücke. Klar war das ein Volltreffer. Natürlich. Bleib drin. Bleib einfach. Ich würde sagen, tun uns beiden einfach eingefallen und bleib drin.
Was ist denn los mit dem Vieh? Deinen blauen Bruder mag ich sowieso viel lieber. Wetten, jetzt rufe ich Desiree und jetzt bleibt's drinne, instant. Könnte ich wetten. Wow, das wehrt sich trotzdem noch. Vielleicht mir doch noch eine Attacke einsetzen sollte. Also Katapult oder sowas, irgendwas, was hoffentlich nicht so viel zieht. Vielleicht noch einen einsetzen sollte. Dann ist es im roten Bereich und dann dürfte es endlich mal passen. Aha. Natürlich. Na gut, es hat auch immer Blutfokus angelegt, nur ein Scheiße. Es sei ihm verziehen, dass es im Volltreffer landet. So, und jetzt bleib aber drin. Jetzt habe ich. Hallo? Also, jetzt habe ich echt langsam auch keinen Bock mehr. Gut. Bin ich langsam ein bisschen wütend? Ein bisschen. Ihr wisst ja, ich bin immer die Ruhe selbst. So, du hässliches, rotes Drecksvieh, wenn du jetzt nicht in diesem scheiß Pokéball bleibst, Alter, dann werfe ich dir 3 Pokébälle vom Kopf, dass es dich einfach in der Mitte zerreißt, du hässliches Klotzgedöns von einem Vieh. Was soll überhaupt diese hässliche Grube da dran? Was reicht mir noch so? Vorbei, los. Bleibst du da jetzt drin? Alter, was ist denn los? Menschenskinder. Und komm, knack. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich drücke hier das Gamepad durch. Ich weiß nicht, ob man das hört, dieses Geklicke. Aber hallo? Geht doch. Ich werde dich auf ewig in der Box verrecken lassen. Scheiß Drecks. Kampfvieh, was weder eine Vor- noch eine Nachentwicklung gekriegt hat oder sonst was. Bist nicht mal das, bist du wert gewesen. Game Freak. Da hätte ich mir zum Beispiel aber auch eine Vorentwicklung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, da gibt es ja dieses Blaue und dieses Rote. Ich meine, bei... Wie heißt das hier? Nocturne und Kikli haben sie es ja auch hingekriegt. Und Capoeira? Nee, Capaloris? Dingens? Da diese Vorentwicklung zu machen, Rabauts. Und so hätte ich es mir eigentlich auch ehrlich gesagt für Jiutetsu und Jiujitsu oder wie die beiden heißen, gewünscht, dass die halt auch so ein Baby-Pokémon kriegen. Allgemein sind ganz schön wenig Baby-Pokémon in der letzten Zeit so dazugekommen, finde ich jetzt. Aber ich kann mich da natürlich auch irren. Schreibt's in die Kommentare. Nein, macht's bitte nicht. Bitte. Wenn ich mal so einer werde. Oh Gott, da ist alles. Nee. So, jetzt geht mir alle aus dem Weg. So, bevor ich mich von dem schon wieder belätschern lasse, beende ich hier den Part. Danke fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.